Hüte dich vor ihm, er ist ein Heuchler. Am Anfang wird er dir sagen, wie köstlich dein Liliennektar schmeckt. Aber dann wird er sich wie der Rest der Leute hier benehmen und du wirst für ihn nur noch ein ganz gewöhnlicher Saftkoch sein. Willst du etwa zulassen, dass auch er dein großes Talent missachtet? Nein, höchste Zeit, dass das aufhört. Ich hab genug davon, dass alle auf mich herabsehen. Also dann. Du bist doch jetzt schon auf dem richtigen Weg, Korf. Du brauchst noch mehr Liliennektar, um weiterzuarbeiten. Dann hast du es geschafft. Bald werden sie dich verehren, so wie du es verdienst. Das ist wahr. Dann müssen sie mich endlich respektieren. Ganz genau. Du wirst die wichtigste Person auf diesem Planeten sein. Noch wichtiger als Anima? Wie kannst du daran zweifeln? Du bist viel begabter als sie. Aber nimm dich in Acht vor dem kleinen Prinzen. Er ist gefährlich. Ich an deiner Stelle würde ihn ganz genau beobachten. Auch zu deiner Schwester? Kommt, die Vorstellung fängt gleich an. Kommt, ihr werdet staunen. Hier ist unser Theater. Das da in der Mitte ist der Brunnen der Fabulinge. Da hinten ist meine Schwester. Ich stelle euch mal vor. Anima! Hm? Hallo, kleiner Bruder. Wie ich sehe, hast du neue Freunde gefunden. Guten Abend und willkommen in unserem Dorf. Bitte entschuldigt, aber wir sprechen uns später. Bald werden die Fabulinge aufsteigen und dann muss ich an meinem Platz sein. Setzt euch doch schon mal. Und viel Spaß bei der Vorstellung. Oh, super fuchsig. Guten Abend allerseits. Meine lieben Freunde, bald steigen die Fabulinge auf und vor eurem inneren Auge wird eine neue Geschichte entstehen. Seid ihr alle dafür bereit? Ja? Ihr seid soweit? Also dann, lasst uns anfangen. Wie oft macht Anima diese Vorstellung? Normalerweise nicht so oft. Aber seit einiger Zeit tauchen die Fabulinge dreimal so häufig auf. Das heißt, Anima erzählt jetzt dreimal so viele Geschichten. Also hat der Fabelbaum seinen Rhythmus geändert? Ja, aber eigentlich ist das ganz gut. Die Feuerlilien bekommen jetzt dadurch doch noch zusätzliche Emophyle. Meine lieben Freunde! Nun kommt die Stunde der Fabulinge! Es war einmal eine geheimnisvolle Zauberinsel, die auf keiner Karte zu finden ist. Oh, das ist ja noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Und sie erfindet die Geschichte dank dieser kleinen Blubberblasen? Auf der Insel lebte ein Volk, das immer glücklich war. Das Geheimnis ihres Glückes war ein einzigartiger, wundervoller Vogel, dessen Gesang jedem, der ihn hörte, sofort das Herz erwärmte und zu einem glücklichen Menschen machte. Kein Leid, kein Unglück konnte geschehen, solange dieser Vogel sang. Doch eines Tages verschwand er. Oh, guck mal über ihren Köpfen. Was da fliegt, das sind Emophyle. Die Bewohner der Insel suchten ihn überall, in den Bergen, in den Wäldern, sogar tief im Meer. Und... Aber was? Warum kommt denn nichts mehr aus dem Brunnen raus? Das ist nicht normal. Was denn? Was? Bisher funktionierte doch alles nach Plan. Was ist denn jetzt passiert? Was hast du? Wie du weißt, ist kein Plan unfehlbar. Aber mach dir keine Sorgen, ohne Fabulinge ist Anima ein Nichts. Aber der Planet und mein Meisterwerk sind in Gefahr, wenn der Fabelbaum nicht mehr richtig funktioniert. Und wenn die Dorfbewohner rauskriegen, dass ich dahinter stecke, jagen sie mich fort.